Womit habe ich die denn verdient? Komm schon her. Und du hast dich daran erinnert, dass die genau zu dem Collier passen, das du mir geschenkt hast? Hätte ich gesagt, ich nicht, aber der Juwelier hat sich wahrscheinlich daran erinnert. Du kannst so ein Mistkerl sein. Jetzt komm schon her, Baby. Warum sollte ich? Vielleicht, weil ich gerade ganz besonders gute Laune habe. Du hattest also einen guten Tag. Oh ja, das kann man so sagen. Was lief denn so gut? Naja, ich bin einfach ein ganz besonders lästiges Problemlos geworden. Aber wenn du Probleme hast, dann kannst du die doch auch mit mir bereden, hm? Schätzchen, wir sind doch nicht zum Reden hier. Mir jetzt ein Sektfrühstück verdient? Ich glaube, das muss ich mir mal überlegen. Dann zeig mal, was du noch so drauf hast. Ist das dein Ernst? Hätte ich die Dinger sonst mitgebracht? Okay. Du hast es so gewollt. Ich bin ganz froh, dass du keinen Eispickel dabei hast. Ein was? Eispickel. Nie Basic Instinct gesehen? Geschlachtet mit so einem Ding beim Sex und es ist... Ja Gott, das kann doch nicht wahr sein. Mach mal die Handschellen los. Baby, mach sie los. Hey. Oh, toll, immer wenn es spannend wird. Los. Von Lahnstein. Dr. Strake, psychiatrische Klinik Waldfrieden. Tut mir leid, Sie zu früh zu stören, aber es geht um Ihre Frau. Ja. Sie hat einen Fluchtversuch unternommen. Wir mussten Ihnen ein starkes Beruhigungsmittel geben. Ja, schön, Sie sind der Arzt. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Ich wollte Sie trotzdem informieren. Ja, schön, das haben Sie jetzt ja getan. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und nehmen Sie meine Frau ruhig richtig hart ran. Sie braucht es manchmal. Danke. Unter die Dusche. Dr. Strake, psychiatrische Klinik Waldfried. Wirklich. Ganz allerliebst. Du sollst mich als deinen Modeberater engagieren. Ich weiß einfach am besten, wie man deine Vorzüge zur Geltung bringt. Ja, und als Dankeschön darfst du es mir nachher ausziehen. Was denn? Was nachher? Vorfreude ist doch die schönste Freude, oder? Außerdem hast du gesagt, dass es noch was zu feiern gibt. Ja, richtig. Bring uns bitte zwei Champagner. Zwei Tequila. Tequila? Warum das denn? Du weißt ja, dass ich dieses mexikanische Zeug nicht mag. Ja, aber der wird dir schmecken, glaub mir. Was gibt's denn zu feiern? Na schön, ich hab's ja schon gesagt. Ich hab mir ein kleines Problem vom Hals geschafft und noch dazu Punkte bei meinem Vater dafür kassiert. Ein echtes Meisterstück. Ja, nicht so eilig, sonst verpasst du noch das Beste. Das verleiht dem Ganzen noch die gewisse Würze. Hey, jetzt sei nicht albern. Wir sind Leute. Komm schon. Na schön, wenn du es nicht anders willst.